Harley Schildkröten. Die Longlist des Deutschen Buchpreises ist heute erschienen und wie immer möchte ich einen kleinen Überblick geben, welche Bücher ich schon gelesen habe, welche ich vielleicht empfehlen kann und welche ich unbedingt noch lesen möchte. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, es ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich die meisten Titel, die auf der Longlist stehen, tatsächlich kenne beziehungsweise zumindest schon mal von ihnen gehört habe, von den AutorInnen gehört habe, das Cover irgendwo gesehen habe. Also es sind nur zwei oder drei dabei, wo ich wirklich sage, okay, die sind überhaupt noch nicht über meinen Schirm gewandert, was mich ja sehr freut, weil es auch bedeutet, dass ich mich ein bisschen mehr eingegraben habe vielleicht in die große, große Welt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ich muss auch sagen, ich bin insgesamt in meiner laienhaften Einschätzung ganz glücklich mit der Longlist. Ich finde, sie ist relativ vielfältig und stehen viele interessante Titel drauf. Das Einzige, worüber ich mich gewundert habe, ist, dass Adas Raum von Sharon Dodua Otu nicht auf der Liste steht. Das, ehrlich gesagt, ich habe fest damit gerechnet, dass dieser Titel da drauf ist. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das Buch weder beim Preis der Leipziger Buchmesse noch jetzt hier irgendwie Beachtung findet. Ich habe es ja selber auch noch nicht gelesen, nur den Anfang, und fand das aber sehr gut. War ja bei einer Lesung und fand das auch da wieder sehr spannend. Und es wurde ja eigentlich auch nur positiv besprochen, dieses Buch. Deswegen, oder zumindest in meiner Bubble wurde es nur positiv besprochen. Deswegen wundert mich das. Aber sonst ein paar interessante Titel dabei. Und eine große Freude meinerseits, Blaue Frau von Antje Ravik-Strubel hat es tatsächlich auf die Longlist geschafft. Und es ist kein Scherz, als ich das gelesen habe, ich bin kurz durchs Zimmer gehüpft, weil ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ich habe das ja sehr, sehr gehofft, dass es auf die Longlist kommt, weil mich dieses Buch so sehr begeistert hat. Es gibt ein langes Rezensionsvideo dazu mit Zeitmarkern. Da könnt ihr euch nochmal genauer anhören, warum mir dieses Buch so gut gefallen hat. Jetzt hier nur ganz kurz. Es geht darin um Adina, eine Figur, die Antje Ravik-Strubel schon in ihrem Episodenroman Unter Schnee beleuchtet hat. Da wurde ihre Jugend kurz in einer Episode beleuchtet und jetzt hier folgen wir der erwachsenen Adina, die etwas Traumatisches erlebt hat in Deutschland, jetzt in Helsinki ist und sich dort versteckt in einer Wohnung. Und in Rückblicken wird aufgedröselt, warum sie sich da versteckt und was mit ihr passiert ist und wie es ihr ergangen ist. Und Antje Ravik-Strubel verknüpft in diesem Buch ganz, ganz große Themen. Also sie schreibt über Frauenhass, über sexuellen Missbrauch, über Europapolitik, über Gefälle Ost-West, über Erinnerungskultur, über Lüge, Wahrheit, über Machtmissbrauch. Und das alles verknüpft sie auf eine ganz, ganz subtile und leichte Art und Weise mit einer ganz, ganz feinen Sprache, die so einem Rhythmus folgt, dem ich mich nur ganz schwer entziehen konnte. Und ich bin, also für mich ist es das literarische Highlight bisher in diesem Jahr. Und ich hoffe sehr, dass dieses Buch auch weiter rückt auf die Shortlist. Und ganz ehrlich, wenn es gewinnen würde, auch obwohl ich die anderen noch nicht gelesen habe, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Bei Fischer erschienen ungefähr, ich glaube nicht ganz, 400 Seiten, ein bisschen mehr. Und ja, wie ihr seht, viele Zettel. Einfach nur bitte, bitte lesen. Ich sage das nicht oft, aber bitte, bitte, bitte lesen. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, Monika Helfer-Fati. Ich hatte ja letztes Jahr schon gedacht, dass ihre Bagage, war das letztes Jahr? Ich glaube ja, ihre Bagage auf die Longlist wandert, ist sie dann nicht, aber jetzt Fati. Und das finde ich fast noch schöner, weil Fati noch schöner als die Bagage. Ja, in diesem Buch erzählt sie eben über ihren Vater, wieder ein Stück ihrer Familiengeschichte, auch ein bisschen über sich selbst, über ihre Geschwister, in einer ganz, ganz zarten, reduzierten Sprache, die einfach nur, ich würde auch gern so schreiben können. Also ja, ganz wunderbar, eine große Empfehlung von mir. Ich verlinke euch den Lesemonat, in dem ich noch etwas ausführlicher über dieses Buch spreche. Also auch das, falls ihr es noch nicht gelesen habt, dann eine unbedingte Empfehlung. Was ich zumindest schon halb gelesen habe, wie ihr wisst, wenn ihr regelmäßig meine Bücher schaut, Identity von Meetu Sanyal.
Damit habe ich auch relativ fest gerechnet, ehrlich gesagt, dass es auf die Longlist kommt, einfach weil dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Es geht darin um eine Professorin, die sich als Person of Color ausgegeben hat und dann kommt heraus, eigentlich ist sie weiß. Und es geht genau um die Debatte darum, es geht viel um Identität, es geht auch um Rassismus, darum, was es bedeutet, eine Person of Color zu sein. Und ja, das ist also von der Thematik unglaublich spannend, das ist auch unglaublich dicht. Es ist auch ein bisschen anstrengend, finde ich, dieses Buch zu lesen, weil es unglaublich viel Input ist und weil man ganz viel verarbeiten muss und die unterschiedlichen Argumente irgendwie auf sich wirken lassen muss. Deswegen, ich glaube, ich brauche dafür noch auch eine Weile, aber vom Thema her unglaublich spannend und wirklich, also ganz viel Input ist das auf jeden Fall. Und ich war ja auf einer Lesung auch von Mithu Sanyal, die zusammen mit Shirin Dodua-Utu gelesen hat. Und das war unglaublich spannend. Sie erzählt auch sehr, sehr klug und reflektiert über diese Themen. Und ja, also auch das ist schon mal eine halbe Empfehlung, auch wenn ich es noch nicht zu Ende gelesen habe. Aber habe ich mich auch gefreut oder beziehungsweise habe ich sehr damit gerechnet, dass es draufsteht. Worüber ich mich auch gefreut habe, sind zwei Titel, die noch nicht erschienen sind, die im September erscheinen, aber die ich auch schon auf meiner Liste habe. Und bei dem einen habe ich auch ein bisschen damit gerechnet, einfach weil das Thema, also weil ich da auch wirklich gespannt bin, wie das umsetzbar ist. Und zwar ist das Felicitas Hoppe, Die Nibelungen. Ein sehr schmaler Roman, in dem sie aber eben die Nibelungensage irgendwie aufgreift und nacherzählt. Und ich freue mich darauf unglaublich, weil ich als Jugendliche sehr, sehr obsesst war mit der Nibelungensage und mit Siegfried und Hagen und überhaupt dieser ganzen Geschichte und Kriemhild und freue mich einfach unglaublich darauf. Ich habe mir auch ihren Johanna-Roman, der sich um Johanna von Orleans dreht, jetzt gekauft, habe da auch schon reingelesen, fand das sehr interessant, auch von der Sprache. Also darauf bin ich sehr gespannt, erscheint aber wie gesagt erst im September, genauso wie Sascha Mariana Salzmanns, ich muss immer nachgucken, Im Menschen muss alles herrlich sein. Auch das habe ich euch schon vorgestellt in meinem Herbst-Vorschau-Programm-Video. Sascha Mariana Salzmann ist sowieso eine Autorin, die ich irgendwie immer schon auf dem Schirm hatte, von der ich immer etwas lesen wollte und es dann nicht getan habe, wie das manchmal so ist. Und dieses Buch jetzt ist ein bisschen eine Familiengeschichte, es beleuchtet eine Familie, die, oder beziehungsweise Frauen einer Familie, die eben ursprünglich aus der Ukraine stammt, in den 90er Jahren nach Deutschland kam. Und ja, wie da dieses Verhältnis damit ist. Wahrscheinlich geht es auch um Identität und um die Ukraine, um Deutschland und um eben diese verschiedenen Frauen, um diese Familie. Und ich lese sowas inzwischen ja sehr, sehr gerne. Von daher, ja, freue ich mich darauf sehr. Es erscheint aber auch erst im September. Und dann habe ich mir tatsächlich jetzt ein paar Bücher ganz schnell besorgt in dem Buchladen um meine Ecke, der glücklicherweise alle Bücher da hatte, die ich gerne belesen möchte von dieser Longlist, außer eben die beiden, die noch erscheinen, logischerweise, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und ich bin mit einem großen Stapel nach Hause gegangen und wurde dafür auch ein bisschen belächelt. Aber naja, jetzt habe ich sie da. Ein Buch, das ich tatsächlich nicht so auf meinem Schirm hatte, ist dieses hier. Die Nacht, die nicht sterben von Dana Grigorczyk. Also da, ja, schreibt mir gerne unten rein, wie man das richtig ausspricht. Das spiegelt hier noch so ein bisschen, weil es noch in Folie eingewickelt ist. Das Ganze erzählt von einer jungen Frau, die zu ihrer Tante in ein transsilvanisches Dorf, die besucht ihre Tante dort, und dann wird dort eine Leiche gefunden auf dem Grab von Vlad dem Fehler, also von Graf Dracul, von Dracula. Und ja, das klingt irgendwie ein bisschen absurd und dann geht es wohl um die Aufklärung oder überhaupt um dieses Dorf und um den Schatten von Dracula oder so. Es klingt alles sehr mystisch. Ich liebe, dass da eine Fledermaus hier, so eine große, ein bisschen bunte Vampir-Fledermaus auf dem Titel ist. Ja, und ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, weil ich so neugierig darauf bin, ist das, glaube ich, das erste Buch, was ich jetzt demnächst noch lesen werde, weil ich mag das. Ich bin ja so ein Vampirmädchen auch. Also ich finde Vampirgeschichten toll. Wahrscheinlich geht es gar nicht richtig um Vampire, aber allein die Andeutung finde ich gut. Dann ein Buch, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte. Der Himmel vor 100 Jahren, Julia Marfutova. Darin geht es um ein russisches Dorf. Um das Jahr 1918 spielt die Geschichte. Also
kurz nach der Revolution und es geht um diese Dorfbewohner. Und ja, das klingt auch irgendwie so nach einem Dorfroman, was ich ja eher liebe, mit etwas skurrilen BewohnerInnen. Und ja, es macht mich neugierig und ich ja, freue mich auch darauf sehr. Dann ein Buch, was auf Instagram, was ich schon sehr oft gesehen habe auf Instagram und das ich auch schon auf meiner Liste hatte, Drei Kameradinnen von Shida Basia. Darin geht es um drei Frauen und die Auseinandersetzung mit Rassismus, mit Fremdenfeindlichkeit, um ihr Leben. Und es wurde bisher, habe ich auch nur positive Kritiken darüber gelesen. Und ja, wie gesagt, habe eh überlegt, das zu lesen. Bin ganz verliebt in dieses etwas kitschige Glitzercover. Aber ja, bin auch darauf sehr gespannt. Genauso wie auf dieses Buch hier, Heinz Strunk. Es ist immer so schön mit dir. Ich finde schon allein den Titel sehr schön. Ich mag auch das Cover sehr gern. Heinz Strunk ist auch so ein Autor, den ich immer schon mal belesen wollte, es dann nicht getan habe, weil ich mich auch ein bisschen vor ihm fürchte, weil ich glaube, es ist auch ein bisschen hart, seine Geschichten zu lesen. Aber ich habe nur Gutes gehört. Eine Kollegin hat mir auch sehr dringend den Goldenen Handschuh, so heißt, glaube ich, einer seiner Romane, empfohlen. Und ja, hier geht es um einen Musiker, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, und eine junge Schauspielerin, die irgendwie versuchen, eine Beziehung miteinander zu führen. Und es klingt ganz gut und irgendwie nach sehr viel Seelenschmerz und, weiß ich auch nicht, Beziehungsschmerz, aber auf eine intelligente Weise. Und ja, also auch darauf, ich glaube, das ist auch so eins, vielleicht dann das übernächste, was ich lese, weil ich da wirklich auch schon ein bisschen drumherum schleiche. Dann, und darüber habe ich mich auch wirklich gefreut, es ist ein Buch aus dem Verbrecherverlag auf der Longlist. Ich liebe den Verbrecherverlag. Ich finde, dass die ganz tolle Bücher herausgeben und ich mag halt diesen minimalistischen Stil auch unglaublich gern, dieser Wiedererkennungswert einfach. Vater und ich von Dilek Güngör. Ich habe einen sehr interessanten Artikel über dieses Buch und über sie im Tagesspiegel gelesen. Es geht darin eben um eine Tochter-Vater-Geschichte. Der Vater ist aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert und er spricht aber darüber nicht. Und es geht um diese Sprachlosigkeit, um die Beziehung der beiden. Und das finde ich eh spannend und ja, ist schmal. Und ich denke, im Verbrecherverlag, ich habe bisher, glaube ich, noch nie was wirklich Schlechtes gelesen. Also, ja, freue mich einfach sehr darauf. Und dann, und da musste ich wirklich ein bisschen lachen, nämlich bei diesem Titel hier, Mein Lieblingstier heißt Winter von Ferdinand Schmalz. Das habe ich ja in meinem Video, die Herbstvorschau-Bücher, habe ich das auch vorgestellt, einfach weil ich erstens den Winter so cool, den Titel so cool fand und zweitens, weil diese Geschichte irgendwie total irre klingt. Es geht um einen Tiefkühlkostvertreter, das ist auch schon ein herrliches Wort, Tiefkühlkostvertreter, der nach einer verschwundenen Leiche sucht. Und dann ist das irgendwie so eine ganz irre Odyssee. Und ich fand das schon, als ich den Klappentext zur Vorbereitung auf das andere Video gelesen habe, dachte ich schon so, hä? Und gerade deswegen fand ich es gut. Und dann dieser grandiose Titel. Also auch darauf freue ich mich sehr. Ich glaube, ich hoffe, dass das einfach ein Buch ist, was Spaß macht. Und ja, das sind die Titel, die ich gern belesen würde, beziehungsweise einige habe ich schon belesen oder zumindest halb. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das so geht mit dem Deutschen Buchpreis. Verfolgt ihr, welche Titel auf der Long- und Shortlist stehen oder ist euch das relativ egal? Oder nehmt ihr das einfach, um neue Inspirationen zu finden? Habt ihr vielleicht Titel von der Longlist schon belesen und könnt sie mir empfehlen? Oder habt ihr welche auf der Liste, die ihr unbedingt lesen wollt? Schreibt mir eure Gedanken gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und ich werde jetzt einfach ganz viel lesen und hoffe, dass ich bis zur Verkündung der Shortlist ganz viel schaffe. Ich will das nicht. Letztes Jahr hat das ja irgendwie nicht so geklappt mit mir und den Buchpreisbüchern. Die liegen fast alle immer noch ungelesen hier herum. Das ist sehr schade. Aber dieses Jahr bin ich voll motiviert und habe auch gerade ein bisschen Zeit zum Lesen und ja, freue mich sehr darauf. Und damit entlasse ich euch in eine schöne Leserestwoche. Habt gute Lesestunden, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.